Hallo, hier ist der Kai Schulf wieder und heute im Praxisfall ein Beispiel eines ehemaligen Gründers, der jetzt Unternehmer ist. Und zwar hat er durch einen Unternehmenskauf die Gründung umgesetzt. Das heißt, statt Gründung eines eigenen Unternehmens hat er ein Unternehmen gekauft und das ist auch eine Gründung. Und diesen Praxisfall schauen wir uns jetzt mal an, weil ganz spannend war, zu wenig Eigenkapital gehabt, wie wir das gelöst haben, das schauen wir uns mal an. Und wie nachher die Finanzierung ausgesehen hat und was nachher gekostet hat, das schauen wir uns jetzt auch an. Das heißt, aufgepasst, wir schauen mal, wie die Umsetzung war. Also, was ist passiert? Der Gründer kam zu uns, 32 Jahre alt, glaube ich, ja, steht hier auch hier, 32 Jahre alt, war angestellt in einem Betrieb, leitend. Und hatte aber, um es ganz offen zu sagen, keinen Bock mehr auf 9-to-5. Also er wollte nicht immer morgens und abends, also morgens anfangen zu arbeiten und abends nach Hause gehen. Er wollte mehr unternehmerisch tätig sein und auch seine unternehmerische Freiheit gestalten. Das heißt, er wollte mehr Geld verdienen. Und er wusste, als Angestellter ist er da einer Grenze unterlegen. Und irgendwann sagt er, nee, ich möchte mal ein paar hunderttausend Euro im Jahr verdienen. Das wäre mein Ziel. Er möchte mal seiner Familie was leisten, gönnen, also extra noch. Seine Kinder, er hatte schon zwei Kinder, sollten auch mal groß studieren. Das kostet auch Geld. Er sagt, okay, damit komme ich mit dem Angestelltengehalt nicht durch. Also was mache ich? Ich schaue, welche Fähigkeiten ich habe. Und die hat er dann auch zu Papier gebracht. Aber wir schauen uns mal den Praxisfall in der Finanzierung an. Was ist passiert? Also kam zu uns und der Unternehmenskauf selber hatte 520.000 Euro als Kaufpreis. Das heißt also, er wusste von einem Unternehmen, die hatten auch schon miteinander gesprochen. Und so grobe Richtungen sollten es so 520, 550, 500.000 Euro sein, irgendwo dazwischen. Und deswegen hat man sich mal auf so 520.000 Euro geeinigt als Kaufpreis. Und damit kam er dann zu uns mit dem Exposé vom Unternehmen, was gekauft werden soll, wie groß, wie klein, wie dick, wie dünn. Und das haben wir dann mal zerlegt. Dann haben wir geguckt, was hat er an Eigenkapital. Und da hat er aber leider nur 50.000 Euro. Und das ist für 520.000 Euro oftmals zu wenig. Da geht man von größeren Summen aus, die er an Eigenkapital haben muss. Und deswegen hat er eine Empfehlung zu uns bekommen, weil wir das sehr gut gestalten können, wie man das mit dem Eigenkapital macht. Also, wie schauen wir uns mal die Finanzierung an? Er hat also eine Lücke von 470.000 Euro. Das ist eine ganze Menge, damit braucht man nicht zur Bank gehen. Da hat die Bank keinen Bock drauf. Das Risiko ist viel zu groß. Also er muss mehr Eigenkapital haben. Was haben wir getan? 520.000 Euro hatte er, 50.000 Euro Eigenkapital haben wir davon abgezogen. Die hatte er auf einem Sparbuch hinterlegt, plus sein natürlich monatliches Salär, aber das hat sich als Angestellter aufgebraucht. Also hatte er wirklich nur eine Einheit von 50.000 Euro für diesen Kauf. Die Lücke ist 470.000 Euro, das sehen wir hier an oben. Und dann haben wir mal geguckt und ihn auf Ideen gebracht, was hat er eigentlich machen können. Und dann hat er von seinem Opa und Oma, noch rüstige Leute, hat er sich ein Verwandtendarlehen besorgt. Und das haben die ihm gerne gegeben, ja, Lieblingsenkel. Und das fanden die ganz fantastisch. Und er hat auch eine Schwester, die hat dann auch etwas bekommen. Ja, das haben die so im vorberechtigten Fall noch ausgegliedert. Das ist aber eine Sache für einen Rechtsanwalt und Steuerberater. Hier nochmal die Mechanik. Also ein Verwandtendarlehen haben sie ihm gegeben von 40.000 Euro. Und das wurde so ausgestaltet, und das ist jetzt ganz besonders wichtig, der Rechtsanwalt auf der anderen Seite, also von unserem Mandanten, der Rechtsanwalt, der hat dann unseren Tipp gefolgt, zu sagen, Mensch, er braucht ja mehr Eigenkapital und das Verwandtendarlehen, Darlehen heißt ja eigentlich zurückbezahlen, haben die so ausgestaltet, über Laufzeit und Vertragsmodalitäten, war ganz einfach, aber das muss man auch mal wissen, dass das nachher die Bank als Eigenkapital anerkannt hat. Obwohl das Geld von anderen war, was er auch nachher auf 10 Jahre nachher hätte zurückbezahlen müssen, also endfällig, hat die Bank als Eigenkapital nachher anerkannt. War jetzt nicht so einfach, aber das haben die dann gemacht. Das geht auch ganz normal richtig. Also nicht, dass man das irgendwie jetzt irgendwie figurieren muss, sondern das ist einfach so in der Gesetzgebung möglich. Dann hat er sich bei Freunden noch Geld geliehen und die haben ihm auch gesagt, Mensch, wir vertrauen dir, zahl uns das mal auf 8 Jahre irgendwann endfällig zurück. Wir hätten gerne nur eine Zinseinheit da drauf. Und weil das so lange Laufzeit hat, sieht der Gesetzgeber da auch vor, dass das dann wie Eigenkapital ausgeschaltet werden kann. Das heißt, er hatte nicht nur seine 50, sondern die 40 von seinen Verwandten und die 20 von seinen Freunden. Und dann hatte er schon zusammen die 110.000 Euro Eigenkapital. So schnell konnte man das Eigenkapital machen. Hat aber auch 3 Wochen gedauert. Also es hat sich jetzt nicht am Wochenende ergeben, es war ein bisschen Zeit. Und dann hat er uns gebeten, okay, das reicht nicht. Dann haben wir noch aus unserem Investorennetzwerk ihm eine Möglichkeit gegeben, weitere 100.000 Euro zu bekommen. Und so auch als Eigenkapital gestaltet, das ist ja jetzt sehr wichtig, ja. Und so hat er hier von anderen, obwohl er das zurückzahlen muss, 160.000 Euro Eigenkapital und die 50.000 Euro von ihm selber sind 210.000 Euro Eigenkapital. Und das ist natürlich schon mal eine ganz andere Nummer, denn bei 520.000 Euro 210.000 Euro selbst zu haben, das ist gut. Ja, da kann man gut in die Verhandlungen mit der Bank gehen, gut mit den Förderprogrammen arbeiten, die noch dazugekommen sind. Also von daher war das schon eine sehr gute Ausgangslage. Und das haben wir dann auch getan. Und jetzt kommt das Spannende daran.
Der hat nachher das Unternehmen gekauft für 520.000 Euro, also genau genommen waren es 525, also waren noch 5.000 Euro mehr. Und wie ist das restliche Geld bezahlt worden? Denn von den 520.000 Euro, die 160 und die 50 abzuziehen, bleiben ja noch knapp 310.000 Euro. Das haben wir in den Förderkredit gepackt, speziell für den Bereich Gründer, die ein Unternehmen kaufen. Und das ist ganz einfach geregelt. Wir haben da eine Laufzeit genommen von 6 Jahren, die auf die Anfangszeit, das erste Jahr war da tilgungsfrei. Und das heißt, er hat bei all diesen Finanzmitteln im ersten Jahr überhaupt nichts rückzahlen müssen. Und das empfehlen wir auch immer, dass man nicht sofort was zurückzahlt, wenn man Unternehmen gekauft hat. Warum? Das gibt immer so Unwägbarkeiten im Unternehmenskauf, die man vorher nicht so sehen kann. Und damit man nicht zu knapp an Geld wird im ersten Jahr, sollte man versuchen, Finanzmittel, Kapitalmittel und Förderprogramme vor allem zu nutzen, die im ersten Jahr tilgungsfrei sind. Tilgungsfrei können Sie auf unserer Website nochmal sehen oder auch hier im YouTube-Kanal ist nochmal erklärt, was das heißt. Auf jeden Fall hatte er das erste Jahr tilgungsfrei und dann hat er erst im zweiten Jahr mit dem Förderkredit angefangen, diesen Förderkredit auch zurückzuzahlen, denn die musste er zurückzahlen. Und jetzt das Spannende, das hat ihn nur im Monat, wenn man überlegt, ja, 520.000 Euro kostet das Unternehmen und er hat das Ganze nachher für 5.200 Euro im Monat getilgt. Nur den Förderkredit. Die anderen drei Varianten braucht er noch gar nicht tilgen. Das hier hat 7 Jahre Laufzeit, das war auf 8 und das war, glaube ich, auf 10. Also sehr, sehr lang hinten. Und so hat er sich seinen Traum erfüllt, unternehmerisch wirken zu sein, unternehmerische Freiheit auch zu entfalten, wesentlich mehr Geld zu finden als Angestellter. Er hat auch mehr Risiko. Das ist also noch immer normal. Aber er ist ja fachlich in der Lage gewesen, in dem Bereich, wo er gekauft hat, kannte er sich auch super aus. Und das war natürlich für ihn ein super Highlight. Ja. Das war geschenktes Leben, sage ich immer. Er hat dann ein tolles Unternehmen gekauft. Ja. Die haben ihn toll aufgenommen. Der Verkäufer hat ihn toll eingearbeitet, über 1,5 Jahre noch. Also die sind jetzt gerade fertig geworden. Deswegen sage ich auch, in diesem Fall ist jetzt 1,5 Jahre alt. Und das möchte ich Ihnen ans Herz legen. Also wenn Sie glauben, dass Sie durch einen Unternehmenskauf erfolgreicher werden können, mehr Geld verdienen können, Substanz bewegen können, nachhaltig arbeiten können und wollen und Ihre unternehmerische Freiheit ausbauen wollen oder überhaupt erst starten wollen, dann überlegen Sie einfach, ob ein Unternehmenskauf wichtig ist oder richtig ist für Sie. Und dann sehen Sie, so schnell kann man eine Finanzierung grundsätzlich mal strukturieren. Das dauert auch ein paar Wochen, das zusammenzubauen. Also nicht bei uns, sondern auch bei den Banken und die Verhandlungen und Bürgschaftsbau und alles, was noch dazugehört. Aber es ist auf jeden Fall eine tolle Chance. Und versuchen Sie, sich auf den Weg zu begeben. Und wenn Sie wissen wollen, ob das was für Sie ist, Unternehmenskauf, wir haben aktuell, läuft der nächste Kurs zum Beispiel, gebührenfreier Kurs, Online-Kurs, Workshop Unternehmenskauf unter www.workshopunternehmenskauf.de, packe ich auch nochmal in die Shownotes rein, workshopunternehmenskauf.de, gebührenfreier Online-Kurs, riesengroß. Unglaublich viel Material drin zum Thema Finanzierung und so weiter. Schauen Sie auf der Webseite mal um, workshopunternehmenskauf.de. Da sehen Sie auch noch mehr Beispiele, wie das funktioniert, wenn Sie ein Unternehmen kaufen. Also, viel Spaß für Ihre Zukunft und wenn Sie einen Unternehmenskauf haben wollen und Förderprogramme nutzen, rufen Sie gerne an, wir informieren Sie gerne. Also bis dann. Hier war der Kai Schimmelfeder. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und ein schönes unternehmerisches Leben. Bis dann. Ciao.